Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Vita Cola Basketballblog. Das Ostderby stand an. Jena war zu Gast in Chemnitz. Chemnitz hat verloren, die Niners leider mit 5 Punkten. Neben mir steht der dauerverletzte Robert Cardenas. Robert, was sagst du denn zur Leistung deiner Mannschaft? Du hast ja alles von draußen in Ruhe anschauen können, leider. Naja, es war im Grunde schon eine gute Leistung, aber wir haben uns das Leben selber schwer gemacht. Gerade zum Ende des Spiels haben wir dann die eine oder andere unglückliche Entscheidung genommen. Und Jena hat es ziemlich clever gespielt, hat am Ende eigentlich wirklich das ziemlich clever gemacht und dadurch eben auch dann verdient gewonnen. Nun war das ja heute auch so ein kleines Aufeinandertreffen der beiden Topscorer der Liga, Garrett Sim von Jena und Ren Robinson von Chemnitz. Wie würdest du sagen, wer hatte heute das Duell für sich entschieden? Da die Jena gewonnen haben, kann man davon ausgehen, dass es auch der Sim in dem Fall das Rennen gemacht hat, muss man schon auch anerkennen, hat sehr gut gespielt. Brandon hat auch ein gutes Spiel gemacht, hat hier und da vielleicht dann ein bisschen die falschen Entscheidungen getroffen, aber gut, so ist eben Sport und nächstes Mal geht es in die andere Richtung. Jetzt seid ihr nach einer Niederlage in Heidelberg mit 7 Siegen in die Saison gestartet, seitdem gab es 3 Niederlagen, darunter 2 zu Hause. Was glaubst du, woran liegt das und was könnt ihr vielleicht besser machen nächste Woche gegen Gotha? Also ich denke erstmal, 11 Spiele, 7 Siege ist erstmal durchaus eine gute Bilanz. Klar, jetzt haben wir 3 Niederlagen in Folge gehabt. Ich denke, dass wir schauen müssen, dass wir den Ball mehr bewegen, dass wir wieder mehr Teambasketball spielen und dann, denke ich, kommen die Erfolge auch wieder von alleine. Okay, noch eine Frage zu dir persönlich. Du hast hier an der Saisonvorbereitung das Kreuzband gerissen. Wie sieht es denn da aus? Wann kann man denn wieder mit dir rechnen? Klappt das noch in dieser Saison oder wie ist denn da der Stand? Also ich will natürlich so früh wie möglich zurückkommen, aber ich mache mir auch natürlich keinen Stress, weil es natürlich eine ziemlich heftige Verletzung ist, wo man auch schauen muss, dass man wirklich richtig fit ist, wenn man wieder auf den Platz kommt. Und wenn ich es schaffe, dann würde ich schon gerne noch ein Spiel machen diese Saison, aber ich denke, es wird eher schwer und dann erst nächste Saison. Aber du hängst noch eine Saison dran? Ich hänge auf jeden Fall eine Saison dran, wo, das habe ich nicht zu entscheiden. Okay, wir drücken natürlich die Daumen, dass es in Chemnitz bleibt. Und ihr schaut auch das nächste Mal wieder zu beim Vita Cola Basketball-Blog. Bis dahin, macht's gut.